Hallo, da draußen ist der einsame Wanderer. Ich habe hier einen Artikel gefunden, der ist auf der Welt, aber eben auch auf dem Sturmgeschütz, sage ich mal, der Propaganda, nämlich T-Online. Ist zwar 3 Tage alt, will ich aber trotzdem bringen, weil ich das jetzt erst heute mitbekommen habe und das tatsächlich wichtig sein könnte. Denn, was lesen wir? Einstufung als kämpferisch aggressiv. Ist das der nächste Schritt zum AfD-Verbot? Gehen wir mal rein, was das ist bisher. AfD-Verbot, naja, natürlich alles getrommelt, Behinderung des Wahlkampfes, aber könnte es jetzt ernster werden? Mit einer Nancy Faeser, die selbst Kompakt verbietet? Der Frage gehe ich jetzt mit euch nach und ich werde euch etwas sagen, was mich aufhorchen lässt. Der Verfassungsschutz in Thüringen nimmt bei der Einstufung der AfD oft eine Vorreiterrolle ein. Jetzt verschärft die Behörde ihre Einschätzung offenbar erneut. Der Verfassungsschutz in Thüringen hat den Thüringischen Landesverband der AfD in einer internen Analyse offenbar als kämpferisch aggressiv eingestuft. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf einen geheimen Vermerk, den die Sicherheitsbehörde an das thüringische Innenministerium übermittelt hat. Das Dokument könnte die Debatte um ein Verbot der AfD erneut anheizen. Wir machen erstmal weiter. Ich sage euch dann, warum mich das so triggert. Der Verfassungsschutz Thüringen hat schon mehrmals eine Vorreiterrolle bei der Betrachtung der AfD eingenommen. 2018 stufte die Erfurter Behörde den Landesverband der AfD erstmals als Prüferlein ein. 3 Jahre später war das Amt landesweit das erste, das die Thüringer AfD als erwiesen rechtsextremistisch bewertete. Seitdem steht der Landesverband von Björn Höcke unter nachrichtendienstlicher Beobachtung. Das heißt, sie werden seit 3 Jahren komplett ausgespioniert. Ja, alles, auch Handys wahrscheinlich und so. Und die Sicherheitsbehörden können Informanten im Umfeld der Partei einsetzen. Das ist übrigens direkte Drangsalierung der Opposition. Diffamierung der staatlichen Ordnung. Mit der Einstufung als kämpferisch aggressive Partei geht der Verfassungsschutz 2 Monate vor der Landtagswahl in Thüringen weiter. Laut dem öffentlich gewordenen Dokument schüre die AfD in Thüringen beständig die Ablehnung der verfassungsmäßigen staatlichen Ordnung. Das ist einfach erstmal wieder eine Bullshit-Lüge, aber sei es drum. Die Partei würde durch Diffamierung staatlicher Institutionen und der sie tragenden Parteien auffallen. Außerdem schüre die AfD die Auffassung, dass die Ursache für Missstände im Wesen des demokratischen Rechtsstaats liege. Ja! Und das ist auch richtig. Denn wir haben zum Beispiel keine echte Gewaltenteilung. Das heißt, unser demokratischer Rechtsstaat muss reformiert werden. Das ist vollkommen richtig, das zu sagen, dass wir im Wesen des demokratischen Rechtsstaats ein Problem haben. Dass zum Beispiel Staatsanwaltschaften weisungsgebunden sind. Das ist komplett korrekt. Diffamierung staatlicher Institutionen. Ja, wenn staatliche Institutionen demokratisch versagen, muss ich die kritisieren dürfen. Das ist mein gutes Recht und gerade als Journalismus. Oder als Journalist, ich natürlich jetzt nicht, aber als Journalist oder als Partei ist das mein Job. Diffamierung ist ein hartes Wort. Das ist eher so schimpfen oder beleidigen vielleicht in der Richtung, aber es ist eben auch, ja, sagen Leute, was sie macht, ist unmöglich. Und zu sagen zum Beispiel, Freunde, ihr wusstet, dass der Haushalt nicht funktionieren wird, ihr habt es trotzdem gemacht, obwohl man noch vorher gesagt hat, das geht nicht, das ist ja eigentlich nah am Betrug, das ist ja für die Leute eine Diffamierung. Aber das ist ja richtig, das zu machen. Was die Ablehnung der verfassungsmäßigen staatlichen Ordnung betrifft, ist einfach gelogen. Es stimmt einfach nicht. Es sei denn, man setzt Verfassung mit unserer Demokratie gleich. Aber die Ablehnung der verfassungsmäßigen staatlichen Ordnung stimmt einfach nicht. Es ist gelogen. Es stimmt nicht. Sie wollen Demokratie zum Beispiel verbessern, indem sie eine Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild einführen. Wobei ich da inzwischen selber ein bisschen von abgerückt bin, so dämlich wie die Leute sind, glaube ich nicht, dass es gut wäre. Aber trotzdem, das ist Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Genauso wie es Bullshit war, was unsere hier Ex-Ethikrat-Tuse, die Else, da gesagt hat. Ihr habt ein Video dazu auf meinem Kanal, die Frau Dingenskirchens, wie ist es auch gleich. Ich komme gerade nicht drauf. Na, guckt es einfach auf meinem Kanal. So. Gut. Für eine Beobachtung durch Geheimdienste ist nur die Feststellung verfassungsfeindlicher Bestrebungen notwendig. Die Charakterisierung als kämpferisch aggressiv geht darüber hinaus. In der Praxis wird die schärfere Wortwahl häufig bemüht, um ein Vereinsverbot zu begründen. Klingelingelingeling. Doch in diesem Fall würde die Haltung noch keine für ein Parteienverbot nötige Bekämpfung der verfassungsmäßigen Ordnung implizieren, zitiert Welt aus dem Vermerk. Was hinter der verschärften Einschätzung steckt? Tatsächlich scheut der Verfassungsschutz die Verbotsdiskussion derzeit.
Hintergrund für die verschärfte Einschätzung ist wohl ein Rechtsstreit. Im vergangenen Jahr hat das Landesratsamt des Saale-Orla-Kreises einem AfD-Mitglied verboten, eine Waffe zu führen und in der Begründung auf die Einstufung des Landesverbandes als gesichert rechtsextremistisch verwiesen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Das soll ja auch in gewissen Bundesländern kommen, dass AfD-Leuten die Waffen weggenommen werden. Ja, dazu Video gucken. Von einer Woche oder anderthalb. Hat kaum einer geguckt. So, gehen wir weiter. Das AfD-Mitglied zog für das Verwaltungsgericht in Gera und bekam dort Recht. Die bisherigen Berichte Sicherheitsbehörden würden nicht ausreichen, um die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbandes der AfD Thüringen zu beweisen, befand das Gericht. Ja, was versuchen wir denn hier auf einmal von Einzelfällen vielleicht auf die Allgemeinheit zu schließen? Das geht ja sonst gar nicht, ne? Wenn du das sagst bei Migrantengewalt, bist du raus. Aber hier geht's natürlich. Das Oberverwaltungsgericht bestätigte die Entscheidung, weil die erforderliche Feststellung einer waffenrechtlich relevanten, kämpferisch-aggressiven Haltung der AfD fehle, um dem Mann seine Waffen wegzunehmen. Das AfD-Mitglied zog vor das Verwaltungsgericht. Genau, das haben wir gemacht. Aussagen von Björn Höcke ausgewertet. Ja, der Björn ist immer der Böse. Das Urteil war eine Niederlage für das Innenministerium und den Verfassungsschutz, der sich sogleich daran machte, den fehlenden Nachweis nachzuholen. Dazu trug die Behörde 35 Aussagen von AfD-Funktionären zusammen, die eine kämpferisch-aggressive Haltung belegen sollen. So, es ist völlig in Ordnung, kämpferisch-aggressiv zu sein. Wenn wir gucken, wie die Debatten früher geführt worden sind, wie Leute sich geflickt haben, ja, wie sie sich angegangen sind bei Diskussionen früher, ja, denk mal an Strauß und Co., was da gelaufen ist, ja, da war kämpferisch-aggressiv normal. Was ist das für eine Schneeflockengesellschaft, dass ich nicht kämpferisch-aggressiv sein darf? Ich meine, die Leute sagen ja, ihr baut den Rechtsstaat ab und die Wirtschaft, da kann man durch mal ein bisschen, ne, mit Polemik etc. rangehen. Das muss Meinungsfreiheit aushalten. 31 dieser Aussagen jedenfalls stammen von Björn Höcke. Und wir wissen ja, wie solche Aussagen aussehen. Ne? Alles für Punkt, Punkt, Punkt zählt da ja auch zu, wo man als normaler Mensch sagt, völlig normal, das zu sagen. Ist völlig normal. Also von daher muss man das auch nochmal voll in Frage stellen, ne? Die Landesschützer erzählen unter anderem eine Rede dazu, die Höcke im November 2023 bei einer Pegida-Versammlung hielt. Begegnet euch und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden, dann sind wir das, was wir immer waren. Treue und Deutsche in eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkämpfen wird. Für den Verfassungsschutz beweist die Rede einen Geist des Widerstandes, der sich gegen die staatliche Ordnung richte. What? Ist nicht euer Ernst, oder? Ist nicht euer Ernst. Alter, das ist ja lächerlich. Ist ja vollkommen lächerlich. Auf Anfrage der Welt am Sonntag hat der Thüringer Verfassungsschutz bestätigt, dass die Prüfung einer kämpferisch-aggressiven Haltung der AfD bisher nicht abgeschlossen sei. Verfassungsschutz und Innenministerium wollen die rechtlichen Fragen noch weiter auswerten. Warum mache ich diesen Artikel? Warum? Dieses Rumgewäsche mit und Angstmache, das hatten wir doch immer schon. Ich mache das aus einem Grund, weil mir eine Sache aufgefallen ist. Wir haben nämlich den Fall Kompakt, wo keiner geglaubt hat, dass das durchgezogen wird. Und wir wissen auch, dass es wahrscheinlich kassiert werden wird, wenn die Fragmente des Rechtsstaates noch funktionieren. Dass es aber Monate dauern wird. Und wie war das begründet? Mit erwiesen rechtsextremistisch und mit aggressiv-kämpferischer Haltung. Zwar gedreht, aggressiv-kämpferisch, ich habe es nochmal nachgeguckt. Das waren die Vorwürfe. Und jetzt schauen wir mal hier. Oh, erwiesen rechtsextrem. Kämpferisch-aggressive Haltung. Klingelingeling, wisst ihr, was ich meine? Die Worte sind die gleichen. Und mit diesen Worten hat man Kompakt verboten als Verein. Und jetzt finden wir die Worte bei der Einstufung der AfD wieder. Zufall oder Absicht? Lang gehegter Plan? Böser Plan? Wollen die das Ganze nochmal durchziehen mit der AfD? Können die so dreist sein, dass sie sagen, Vereinsrecht, wir verbieten die AfD. Ich verbiete die AfD, weil ich bin Nancy Faeser, die Sonnenkönigin. Oder einfach nur, die sind aggressiv und bla und wir verbieten sie einfach so. Ziehen die das durch? Das wäre völlig irre. Das kannst du eigentlich nicht bringen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das durchgeht, sehr gering ist. Aber sie könnten es machen, weil es dauert Monate vielleicht. Und dann ist die Wahl erstmal vorbei. Zeit gewonnen. Dann dauert es vielleicht ganz lange. Bis dahin können die erstmal machen und tun. Bis dahin haben wir vielleicht eine neue Möglichkeit zu stabilisieren. Eine Pandemie oder sowas. Das heißt, man könnte auf Zeit spielen und die AfD rausnehmen in Thüringen. Weil nämlich Thüringen ein echtes Problem ist, in Björn Höcke.
Und wenn man Björn Höcke nicht einknastet und die Gerichte sich nicht trauen, dann müsste man es vielleicht so machen. Das heißt, es ist die Frage, gehen die so weit? Ich habe das bisher nicht geglaubt, dass sie das tun würden. Aber das Kompaktverbot macht natürlich Fragezeichen bei mir auf. Können die so dreist sein, dass sie die Nummer auch bei der AfD durchziehen wollen, weil nämlich Frau Nancy Faeser nicht rational ist, sondern auf einem Kreuzzug und die sagt, in meiner Amtszeit, solange ich dran bin, will ich nur so viel Zerstörung wie Möglichkeit erbringen, beziehungsweise so viel Gutes tun wie möglich, was sie ja glaubt, indem ich die ganzen Rechten verbiete und dann mal gucken, ob es funktioniert. Oder gehen die nicht so weit? Ich hätte diese Diskussion hier nicht aufgemacht, wenn ich nicht das hier gesehen hätte mit kämpferisch aggressiv, gesichert rechtsextrem, etc. etc. Und interessant ist auch hier, das habe ich vorhin gar nicht vorgelesen, fällt mir gerade auf. Zudem würden Vertreter der Partei öffentlich behaupten, dass fremde Mächte Deutschland kontrollieren, das Volk zerstören wollen. Die AfD propagiere einen gewaltanwendenden Kampf als legitimes letztes Mittel der Befreiung vom Joch dieser Mächte. Gewaltanwendend, wo ist das? Wo ist zu Gewalt aufgerufen worden? Stimmt einfach nicht. Es stimmt sehr wohl, dass man aber natürlich einen Widerstandsparagraphen hat. Aber dass fremde Mächte uns steuern, wenn nicht souverän sind, ist vollkommen klar. Ja, wir sind quasi besetzt. Wir haben Rammstein bei uns. Wie frei sind wir, wenn Amerikaner ein autonomes Gebiet in Deutschland haben mit viel Militär? Wenn unsere Kanzlerin von unseren Freunden offiziell abgehört wird vom Geheimdienst, wie souverän sind wir denn dann? Ja, aber das zu sagen, ist ja schon verboten. Man könnte auch sagen, die Wahrheit wird hier verboten. Die Wahrheit darf nicht gesagt werden, dass fremde Mächte an Deutschland herumsteuern. Ist ganz klar. Mächtige Geldgeber zum Beispiel. Das war immer so. Es ist auch nicht normal, dass mächtige Menschen Politik und Gesellschaft steuern. Das war noch nie anders. Jetzt zu behaupten, das wäre nicht so, ist kompletter Bullshit. Aber ihr seht, hier wird die Wahrheit kriminalisiert. Und als Grund genommen für letztendlich vielleicht ein Verbot. Ja? Und natürlich überspitzen sie das mit, sie würden die verfassungsmäßige Ordnung, die Familien etc. oder Delegitimierung des Staates, wo ich halt aber sage, Delegitimierung des Staates ist das vornehmste Recht einer Presse eigentlich. Das ist nämlich genau der Job der Presse, der Politik auf die Finger zu schauen, ja, und was zu tun gegen den Machtmissbrauch. Und das zu kritisieren, ist völlig in Ordnung, wird aber heutzutage als Delegitimierung ausgelegt. Von daher meine Frage an euch. Bin ich da mit meiner Sensibilität für Worte zu weit? Ist das Zufall oder kann das ein langgelegter Plan sein? Glaubt ihr, sie werden es wirklich machen? Sie werden auf ihrem Kreuzzug völlig irrational das verbieten, auf Zeit spielen und da einfach mal gucken und versuchen, die Wahlen zu kippen? Oder wagen sie das nicht und es ist nur Scharade und Angst machen? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Bitte teilt das Video, liked es bitte, Abo dalassen und auf bald.